Hallöchen, Freunde! Und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Eskard. Und ja, wie man sieht, ist meine Maus eingefroren, weil ich auch eine Taste drücken muss. Aber wie man noch im Hintergrund läuft die amerikanische Nationalhymne. So, wir spielen Spec Ops The Line. Ich habe tatsächlich mal einen Shooter ausgekramt. Ich habe gerade wirklich keine Maus. Eine Sekunde, ich muss die mal eben neu starten. Es fängt ja gut an. Das ist ja schon wieder ein super Anfang. So, wie Sie sehen, kann ich mich wieder bewegen. Ich habe auch endlich mal wieder eingestellt, dass man die Maus sieht in der Aufnahme. Und da wir leider niemanden hier haben, der Koop mit uns spielen kann, aber da sind auch Dinge in Planung, seid gewarnt. Deswegen Multiplayer, nee, Multiplayer ist doof. Deswegen spielen wir die Kampagne und ich würde sagen, wir stürzen uns direkt ins... ja, ins Geschehen nach Dubai und schauen mal, was das Spiel so auf sich, ja, sich so uns entgegenwirft, sag ich mal. Ich habe noch nichts gesehen, ich habe ein anderes Let's Play, da habe ich eine halbe Folge geguckt. Also, ich kenne mich voll aus, ich habe total den Plan. Und weil ich so viel Plan habe, lege ich jetzt einfach mal los und mal schauen, was passiert. Ich darf auswählen. Okay, toll, danke. Super, Eskard, du bist echt der Bringer. So, neues Spiel natürlich. Kampfeinsatz. Selbstmordmission. Strandspaziergang. Fubar. Okay, das geht nicht. Da müssen wir erst das machen. Wir nehmen aber den normalen. Einfach ist uns zu einfach. Sondern wir nehmen den normalen Modus. Und legen los. Langsam und ruhig halten! Hast du den Verstand verloren? Hör mir! Happy! Das war nicht der Letzte! Ich sehe sie! Okay, da sind wir auch schon. Und wir müssen Helikopter ausschalten. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Mit mächtig... Eieieiei. Und wann ist der... down? Ja, komm schon. Da ist der nächste. Na, komm schon. Komm schon. Dieses ganze Blut um mich rum ist irgendwie nicht so schlau. Okay... den hätten wir. Da ist noch einer. Adams, na komm schon. Jawohl. Schön, dass er bei euch raus. Der FPS sieht aber ganz gut aus. Ja, komm schon. Na, ruhig halten. Eieiei. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Noch einige anscheinend. Ruhig halten, ey. Also so ruhig sieht bei mir anders aus. Alter Falter. Hat er nicht gerade ruhig halten gesagt? Oh oh. Hat er gerade Sandsturm gesagt? Durch die Scheiben durch. Oh oh. Okay, hier sehe ich nichts mehr. Oh fuck. Habe ich mich da wieder eingelassen? Früher. Ah, ja, dann. Ah, alles wieder gut.
Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Ja, das sind wir. Und Dubai sieht ein bisschen anders aus, als wir es aktuell in Erinnerung haben. Die Framerate sieht gut aus. Ich hoffe, das bleibt so in Actionsequenzen, sonst werde ich da mal ein wenig nachbessern. Ich gucke einmal. Das läuft. Zielen. Schießen. Das klappt alles ganz gut. Ja, Framerate sieht noch gut aus. So, dann, Lade nach. Ach, wirklich. Deswegen drücke ich ja die Taste. Okay. Ich werde aber trotzdem einmal ganz kurz... Ich weiß, ich bin doof. Ich habe es vorhin alles hochgestellt, aber ich werde die Schattendetails auf Mittel setzen. Denn jetzt sieht der Schatten zwar nicht mehr so super fein aus, aber... Ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Framerate. W und Leertaste. Ah. Okay, in Deckung gehen. In Deckung gehen? Wie geht man denn in Deckung? Achso. Bitte? Ah, macht er automatisch. Maus 2. Zielvorrichtung checken. Ah, cool. Rührt sich was? Nein, alles okay. Ah, das ist sehr geil. Deckungsvorrichtung, schön. Okay, ich kann wahrscheinlich hiermit auch wieder aufstehen, ja. Kann ich, sehr gut. Ja, Jungs, ihr geht vor, ich halte euch den Rücken frei. Wow. Nicht? Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Ist das da hinten Meer? Ja, tatsächlich. Ist das da hinten das? Das sind Leichen. Leichen? Ist das da hinten nicht dieses 5-Sterne-Hotel? 6-Sterne-Hotel?
Ja, aber die anderen Gebäude, die gibt's alle. Vor allem das da gibt's nicht. Okay. Ich muss aber einmal... Sorry, ich muss hier nochmal rein. Es tut mir leid. Ich kann so nicht spielen. Ich kann so nicht spielen. Ich muss mal die Maus ein bisschen... Na, so schon besser. Weil sonst mache ich die ganze Zeit so. Ja. Und ihr seht, was da passiert. Was ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Umschalttaste links. Hey, alle hopp. Hey, hier ist dein Seil. Dann wollen wir mal. Du willst jetzt nicht da runter. Das ist mir immer noch zu schnell mit der Maus. Es tut mir echt total leid, aber ich muss hier irgendwie... Sonst kann ich das nicht bedienen. Ich muss ja irgendwie zielen können. Weil ich fürchte, da werden auf kurz oder lang auch mal... Ja, schon besser. Lugo, komme ich nicht irgendwo anders her? Aber das ist... Na gut. Ja. Was war das jetzt? Es reicht, Lugo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Aha, so der Plan. Hey, habt ihr das gehört? Nein. Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Ich könnte schwören, ich habe wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Ich habe überhaupt nichts gehört. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Alter. Und was wollen wir dann hier? Wie geil das aussieht überall. Du hast schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Hier spricht Colonel John Conrad, United States Army. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Fehlschlag. Hier scheint's zu sein. Der Konvoi blieb im Sturm stecken. Ja, das ist es. 18 Kilometer außerhalb von Dubai. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Das gefällt mir gar nicht. Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Hä? Oh. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Oh, oh. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus.